Ihr wollt wissen, warum ich wieder in der Basis bin? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Kiff. So. Wir wollen erstmal die Musik. Ich habe unsere Bahnstrecke schon mal ein bisschen weitergezogen. Ein paar Pfosten nur. Nämlich genau bis zum Bauxit. Und da setzen wir uns jetzt in meiner drauf. Wenn ich denn alles dabei habe. Aber ich habe nicht alles dabei. Ach ja, unterwegs habe ich noch irgendwie so eine. Die gelbe hatten wir sowieso schon. Und hier vorne irgendwo dort drauf lag noch eine rote. Die habe ich mir auch genommen. Oder wieder eine violette. So, was braucht man jetzt? Jetzt muss man die beiden Schnecken da rein holen. Ach ja, eins und vier musste ich auch töten. Das stand mir einfach im Weg. Wegtun und. Und ab alles. So, wir wollen. Nee, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen hier hin. Ich werde auch gleich nochmal einen Blueprint-Designer brauchen, weil wir müssen ein paar Sachen verbinden, damit das dann jetzt vernünftig läuft. Hab nämlich so direkt hier unten drunter so eingesetzt, was letztendlich den Kollegen hinsetzen, darunter den Spaß machen. Und den hier oben dann oben drauf setzen. Also ich musste da ein bisschen basteln, dass das geht, aber das genau so ein Blueprint möchte ich dann jetzt zusammenbauen, damit wir das Zeug auch direkt mitnehmen können. Oder zumindest damit wir direkt die Pfosten dafür haben, ob ich direkt die ganzen Bänder ziehe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Hauptsache wir haben erstmal die Strecke da. Dann kann man die Bänder immer noch nachträglich da reinziehen. Ich wollte Produktion. Meiner. Da habe ich natürlich nichts dabei quasi. Stimmt, die einen Dinger müssen wir erstmal bauen. Wir müssen unser Inventar deutlich leeren. Wir brauchen Supercomputer. Wir brauchen. Irgendwo waren hier Turbomotoren drin. Turbomotoren, wir brauchen die Dinger. Ehrlich gesagt, brauchen wir noch. Oh, uns fehlen nur noch die. Aber davon brauchen wir drei Stück und ich habe nur noch für zwei Platz. Komm, wir brauchen nicht so viele in der Tasche. Sortieren, das reicht. Dann gehen wir mal hin. Wo haben wir hier Platz? Hier ist überall Platz, aber. Ausrüstungswerkstatt dort. Runter und dann machen wir mal eben drei Stück davon. Eins, zwei, drei. So, okay. Weg damit. Den Miner da drauf, bitte in diese Richtung. Na du, geht's dir gut? Ach, für einen Freund. So, wo haben wir denn jetzt Strom? Wir haben einmal da Strom und wir haben hier vorne Strom. Aber wahrscheinlich haben wir erstmal aber kein Kabel. Genau. Okay. Dann müssen wir uns doch den Strom da holen. So. Und dann legen wir auch direkt zurück. Das Band da rein. Wir brauchen ja, das brauchen wir eigentlich an Bauxit, 200 pro Minute. Das ist ja Philippe. Das geht jetzt direkt hier oben rein. Ich will noch mal überlegen. Oh, wir haben natürlich genau eine von den
Also hier sind drei Bauxit-Vorkommen. Eins davon ist rein oder auf jeden Fall besser, genau, normal, und die zwei anderen sind schlecht. Hi. Wo ist er? Da. Dann gehen wir aber hin und machen das anders. Wir wollen nämlich einfach von dem normalen. Ja, hau ab! Weil dann können wir nämlich. Du stehst mir mächtig im Weg. Ja, der braucht 240, wir brauchen nur 200. Also machen wir das so. Das ist mir deutlich lieber als alles andere. Okay. Okay. Nee, das ist falsch. Hier vorne drin. Was ist das? Danke. So. Nee. In dem Fall ist es die Nacht. Aber hier drin. Achso. Ich brauche wieder. Okay. Also, das hätten wir damit angeschlossen. Es wird wieder Nacht. Wie kriegst du den Mond nicht gerendert? Ach, was ist das hier? Oder sollen das Wolken sein? Interessante Stimmung gerade. Sagen wir mal so. So, jetzt wollen wir nochmal eben gucken, ob wir hier einen Blueprint Designer hinkriegen, um uns noch einen zu machen. Aber uns fehlen 15 von den einen Teilen, die wir natürlich nicht dabei haben. Ne? Ich muss jetzt nicht dafür zurück. Oh, verdammt. Nein. Ausgerechnet die Dinger habe ich nicht dabei. Okay. Ungünstig. Wie machen wir das denn jetzt? Habe ich genug für einen Zug dabei? Dann würde ich mir einfach eben eine Lokomotive da hinsetzen. Das kriegen wir zusammen. Wir brauchen Motoren. Können wir nachher dann hier wieder absetzen? Und dann ist gut. Wir brauchen Motoren. Und wir brauchen die Kollegen. So. Dann setzen wir uns eben eine Lok da drauf und dann geht das einmal Gas zurück. Dass man die Dinger hier nicht wegmachen kann. Weil das ist natürlich so doof, aber was soll's. So. Dann fahren wir mal eben nach Hause. Ich habe übrigens hier mal so eine Weiche reingesetzt. Erstmal im Zweifel die Schiene wechseln könnte. Habe ich immer so hier da. Könnte man mal machen. Okay, wir fahren jetzt hinter dem anderen Zug her. Das ist gut. Hinterher. Diese
unspurige Stelle, die ist halt echt dämlich. Da müssen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen ändern. Dann könnten wir hier weiter runterfahren. Wir haben ja die eine Schiene schon liegen. Wird dann da unten drauf gehen und gut ist. Wir dürfen halt nicht schneller sein als der Kollege da unten. Jetzt fahren wir den Kollegen da unten nämlich drauf. Da haben wir ja aber gar keinen Bock drauf. Gas geben. Wunderbar. Hey. Okay, taucht einfach mal so auf. Das ist eine Strecke hier. Sehe auch schön. Okay, wir müssen uns merken, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen von den normalen modularen Rahmen mitnehmen. Jetzt die Frage, mache ich eben den Blueprint da hinten? Also ich nehme auf jeden Fall welche mit. Also modulare Rahmen, damit wir unterwegs nochmal einbauen können, dass uns das nicht mehr passiert. Aber wenn ich jetzt schon da bin, könnte ich das auch gleich eben mit dem einen machen und dann ist gut. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Bremsen. Ich komme nicht drüber. So, wir haben hier den Weg. Da oben haben wir unser Beispiel. Ja, das wird uns garantiert nochmal passieren, dass wir hier hinrennen müssen, weil uns wahrscheinlich irgendwas an Material ausgeht. Aber das ist ja halb so wild. Die haben wir auch hier vorne liegen. So, dann haben wir wenigstens schon mal welche dabei. Jetzt wollen wir eben hier hin. Unser Angriff ist leer, das ist gut. Also, wir setzen uns. Architektur. Oh, wie haben wir das denn nochmal gemacht? Okay, ich habe einen Namen. Wir machen Folgendes. Schön in die Mitte. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir direkt zwei Varianten machen. So, andererseits, nee, ich glaube, Wasser brauchen wir da, Flüssigkeit brauchen wir da am wenigsten, höchstens Öl, und da müssen wir einmal mit dem Öl selber. Man könnte es ja immer noch an die Seite legen, der Aufwand ist, glaube ich, zu groß dafür. Dort kommt der Belt Pole Open Top drauf, für den uns das Quarz fehlt, das ich zurückgelegt habe. Einmal hier hin, bitte. Danke. Rein da. Daneben. Da. Ja, komm. Ja, ein bisschen mehr Platz.
Rüstzeug muss ich denken, wegen... wir müssen ja immer den Spaß da reinkriegen, also den Schild daran haben. War vielleicht doch nicht so clever, das damit dran zu machen. Wir wollen den. So, da geht's rein. Das möchten wir so haben. Dann müssen wir den hier wegnehmen. Dort kommt jetzt der Kollege drunter. Hier oben muss das mittlere raus, weil dann kann man den Kollegen hier nämlich wirklich da reinsetzen. Was fehlt dir hierfür? Gar nichts. Du hast noch keinen Platz. Jetzt sag mir nicht, das ist zu hoch. Doch. So, ich kann nur jetzt nicht sehen, der richtig rum ausgerichtet ist. Ist er aber. Wie weit müssen wir jetzt reingehen? So? Nein. Fuck. Also. Das Abbauen von den Dingern ist halt auch noch echt blöd. Aber vielleicht wird da ja noch was dran gemacht. Wäre zumindest schön und wünschenswert. So, jetzt noch die Schiene weg. Also. Zack, zack. Das hat beim letzten Mal besser geklappt. Er hat mir jetzt so weit vorne. So müssen wir das haben. Ich werde aber nicht setzen, weil wir sind quasi im Weg. Schon wieder? Okay. Das ist ein widerspenstiges Biest hier. Also. Ist super. Als ich das ohne euch gemacht habe, hat das beim ersten Mal geklappt. Muss an euch liegen. Ich nehme das jetzt nicht möglich. Nächster Versuch. Hilft nicht. Schade. Jetzt ist es zu weit auf der anderen Seite. Das kann doch nicht sein. Oh Mann. Eigentlich wollte ich nicht die Folge damit verbringen, hier vorne noch irgendwelche Blaupausen zusammen. Bauen, weil das hat ja so gut schnell geklappt, dann gingen wir doch schnell hin. Ja, wusste du. So viel dazu. Wahrscheinlich wäre es schneller, das Ding neu zu bauen, also zumindest so oft, wie ich es jetzt abgebaut habe, wäre das schneller gewesen. Aber ab jetzt ist es was Persönliches. Nochmal. Hier rein. Gehen hier ganz ran ans Fenster. Ich trau mich mal. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt noch den da raus. Super. Wir haben Deckel drauf. Wir sind hier drin. Perfekt. Wir kommen nicht mehr raus. Noch perfekter. Logistik. Das Band.
Bam. Bam. Fertig. Das ging doch schnell. Blueprint Designer konfigurieren. Oh, was hatten wir hier nochmal? BB000. Auswählen. Symbole haben wir gesagt, sind Schienen. Schienen. Bild auswählen. Wir haben hier Train Bolt on Bay. Passt das? Zeichnis setzen, dorthin, da hätte ich den gerne. Fertig. Und könnte man noch überlegen, ob man einen Train Pole mit Pipeline-Box dazu macht oder eben mit beiden, aber das machen wir jetzt nicht. So, das zu. Blaupause speichern und einmal den Designer und das Material unbedingt wieder mitnehmen. Sehr gut. Damit haben wir das schon mal geschafft. Bin ich froh, dass das so schnell ging. So, mir wäre jetzt eigentlich recht lieb, wenn der andere Zug hier ankäme. Man nimmt auf die Karte, wo der ist. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Wo ist der andere Zug? Bist du gerade? Oh, von der Ausrichtung her würde ich sagen, der fährt gerade hoch. Ja, der fährt gerade hoch. Das ist echt ungünstig. Also das heißt, wir müssen da vorne auf den Zug fahren. Ja, wir sind ja richtig gut vorangekommen, so wie ich das geplant habe. Wenn wir es rechtzeitig dahin schaffen, bevor der losfährt, müssen wir jetzt gleich aber Karte nachgucken, dann können wir nämlich da reinfahren, dann kommt er halt nicht aus dem Bahnhof raus. Mir auch egal. Muss der halt warten. Ist noch auf dem Weg, aber er kommt jetzt gleich an. Oben fahren. Jetzt fährt er in den Bahnhof rein. Das wird jetzt ein lustiges Spiel. Er ist immer noch am Einfahren. Aber wir haben ja noch ein ganz schönes Stück Strecke. Wir müssen hier oben diese Ampel und eigentlich dann da vorne die Ampel kriegen. Und gut, wir haben es geschafft. Eigentlich dürfte er uns jetzt nicht entgegenkommen, weil wir haben definitiv uns die Ampel, die Strecke gesichert. Oh, er fährt los. Das wäre jetzt echt fatal, weil dann knallt es. Dann ersteht er. Das hat erstaunlich gut geklappt.
gut aufteilen. Werde ich aber so machen. Ich habe Gott sei Dank die eine hinten, die da runter geht. Das wird auch unser Runterweg sein. Jetzt darfst du da oben durch. Und wir können hier einmal da rüber wechseln. Wir wollen nicht auf den anderen hinten drauf fahren. Und schön mit 130 Sachen einmal an die Kante und instant stehen bleiben. Oh. Schön. Da habe ich Spaß dran. Ich brauche mal nicht mehr. Wunderbar. Wir haben jetzt auch keine Kiste hier liegen, oder? Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt mit der nächsten Runde weitermachen. Und zwar hier unten. Wir haben ja dafür. Das hat 10. So. Dann kommen wir. Ja, müssen suchen. 2 haben wir. Dann sind wir jetzt bei 12. Vierzehn. Diese war's. Die haben wir gerade neu gemacht. Jetzt ist wichtig zu sehen. Wer bist du jetzt? Ja, du bist richtig. Okay. Sehr gut. Das erste, was mich jetzt interessiert an dem ganzen Spaß ist, wie sieht es aus mit Bändern? Kriege ich die? Weil das reicht nicht, das weiß ich. Wahrscheinlich muss ich dann doch die Bänder ziehen. So, hier ist maximal Ende. Da. Ich muss mal gucken, dass wir das auch gerade haben. Da nicht. 2 rüber müsste es sein, ne? Ja, dann. Ist das die richtige Höhe oder geht das? Hier geht's hoch. Okay. Also 2 hoch. Dann geht das nämlich direkt da rein. Das heißt aber, wir müssen das definitiv direkt mitmachen, weil sonst kommen wir das hier nicht hin. So. Alles weg. Fertig. Dich haben wir. Da fallen wir runter. Das war ja mal selten dämlich. Oh, 3 wäre doch besser gewesen. Hängt ein bisschen durch in der Mitte. Wahrscheinlich 3,5 wegen dem einen da. Na ja, okay. Allgemein ein Höhenfehler. Ja, da gucken wir uns bei der nächsten Runde an. Quatsch, ich brauch Schienen, da sind sie. So, du gehst dahin. Du gehst dahin. Und wir brauchen Kollegen, die auch gesucht werden. Und hier brauchen wir die große Säule, die kommt runter. Die ist gut im Boden vergraben. So. Dieser Ölblock hier, ne? Kann man den eigentlich irgendwie wegschießen? Oh, ich habe keine Munition. Okay, die kriegen wir nicht weg. Schade aber auch.
So, wie fahren wir denn jetzt weiter? Eigentlich möchte ich jetzt so ein bisschen mehr in die Richtung, weil wir wollen da vorne durch. Stimmt doch, oder? Ja, da vorne ist Sulfur. Dürfte das da sein, oder? Ja. Da wollen wir auch direkt dran vorbei. Praktischerweise. Und wollen dann da so durch. Hatten wir ja gesagt. Ich meine, wir könnten auch überlegen, hier durch. Das sieht auch nochmal ganz nett aus, aber da weiß ich nicht, wie breit das ist. Hier durch. Das heißt, wir nehmen uns jetzt. Das machen wir jetzt noch zusammen. So, dann machen wir mal. 8 und dann hier rüber. Das ist so hoch die Ecke. Danke, drauf bleiben. Das jetzt einfach hier mal so in den Boden setzen wollen. Das Schwierige ist jetzt, die richtige Höhe zu treffen. Bei dem 45-Grad-Winkel kriege ich das nicht da drauf. Wirklich? Das will ich. So. Komm her. Da hoch. Ja, schau mal. Müssen dann gleich sowieso wieder den Zug anholen. Die gehen wir doch hier. Das ist ganz nett, aber eigentlich hätte ich noch einen weitergehen müssen. Egal, da ziehen wir uns dann gerade vielleicht da vorne irgendwann mal. Wie sieht das jetzt hier aus mit dem Förderband? Okay. Okay, das geht immer noch. Also, Förderbänder müssen wir gucken, wie wir so machen. Das wird auch nochmal interessant. Und da müssen wir wahrscheinlich. Das Beste ist an der Stelle, wo der Pfosten ist, einen hochsetzen. So ein Fundament hoch und dann da drauf. Dann passt das wieder. Wir holen uns jetzt den Zug ran. So, nach vorne um die Ecke kommen. So. Oh. Und dann, wir haben ja jetzt hier die. Das da aus, die müssten hochgehen. Ich bin gerade überlegen, ob wir die Schnecken hier noch mitnehmen wollen. Aber das können wir dann machen in der nächsten Folge. Denn, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Äffchen. Tschüss!